MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Grid 2. Ja, die letzten Folgen haben wir sehr viel gecrashed, fiel mir ein, und das sollten wir eigentlich weniger tun. Okay, Höllenfahrer. Ja. Sind wir bereit? Natürlich. Sieh in deinen Rennkalender und versuch einen Sieg zu holen. Das kriegen wir hin. So, erstmal mache ich natürlich meinen Sound wieder auf volle Pulle. Warum der niedriger war, lag daran, dass es im Livestream leider nicht funktioniert hat zu fahren. Eigentlich schade. Manche Spiele wollten einfach nicht funktionieren. So, Events. Karriere. Nein, Moment. Du wurdest von den Kowloon Dragons okay. zu einem Rennen eingeladen. Das ist wieder nur eine erste Einladung. Du musst zeigen, dass du in ihrer Disziplin in Hongkong. Mithalten kannst, damit du erneut. Togel wird im Modus Best of Three gefahren. In jeder Runde gelten unterschiedliche Startbedingungen. Um eine Runde zu gewinnen, musst du entweder 5 Sekunden vor dem anderen Fahrer liegen oder als erster über die Linie fahren. Vermeide Kollisionen. Bei mehr als einer leichten Berührung verlierst du die Runde. Oh. Okay. Wir dürfen nur mit den Nissan R34 GTR antreten. Allrad, der ist vollkommen auf Grip ausgelegt und ich glaube, das brauchen wir auch. So wie es aussieht. Okay. Legen wir los, würde ich sagen. In Hongkong, noch nie da gefahren. In Hongkong erwarten dich ein paar technisch anspruchsvolle Passagen. Bleib immer konzentriert. Natürlich. Du musst alle möglichen Tricks einsetzen, um deinen Gegner zu überrumpeln. Aber denk dran, jede Berührung führt zur Disqualifikation. Er kann kaum mithalten. Push weiter. Das ist sehr gut. Der Nissan ist top. Wahnsinn. Es läuft sehr gut. Jetzt ist der Gang drinne. Ist gar nicht so einfach, Leute. Nein. Er fällt zurück. Bau deinen Vorsprung Fuck. Weiter aus. Boah. Einfach war das nicht. Die Strecke war neu für mich, aber wir haben es geschafft. Klasse. Du lässt die vermeintlich schwierigste Disziplin wie einen Spaziergang aussehen. Natürlich. So machst du auf dich aufmerksam. Bei nur einem einzigen Gegner darfst du dir nicht viele Fehler erlauben. Bleib voll konzentriert. Natürlich. Gut, du kommst ihm näher. Schaffen wir. Der Wagen ist sehr gut. Vor allen Dingen liegt er sehr gut auf der Straße. Hoppala. Ich glaube aber nicht, dass wir es schaffen, 5 Sekunden schneller zu sein. Wir haben dieselben Wagen. Du
Vorsprung. Hoppala. Versuch diese Runde schon vor der Ziellinie zu entscheiden. Schade, aber deutlich schneller waren wir diesmal schon. Aber es lief gut für uns, muss ich sagen. Haben wir gut gemacht. Von der hinteren Position aus zu gewinnen, ist eine echte Demonstration von Stärke. Easy going. Immer cool bleiben, das kriegen wir locker hin. Errungenschaft freigeschaltet. Was auch immer. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. So, was sagt unser Fanstand? 923.500. Wahnsinn. Gut angestiegen, würde ich sagen. Und diese Disziplin gehört uns. Du brauchst eines dieser Autos okay. für ein anstehendes Event. Such dir eins aus. Boah. Ich lasse es dir dann liefern. M3 Coupé oder der C63 AMG? Heckdrift, Heck ausgeglichen. Gucken wir mal nach. Das Gewicht ist identisch, die Höchstgeschwindigkeit auch, die Beschleunigung auch. Alles eigentlich ausgeglichen. Ja, fahren wir mit dem Mercedes oder mit dem BMW? Wir fahren den Mercedes, würde ich sagen. Bist du dir sicher? Ja. Eine gute Entscheidung. Das Auto ist sofort für dich bereit. Wunderbar, danke schön. Wir fassen hier in Asien langsam Fuß. Ja. Du kannst entweder weiter gegen die Kowloon Dragons fahren. Natürlich. Oder die Einladung von Dubai VIP annehmen. Machen wir später. Den exklusivsten Racing Club in den Emiraten. Ich möchte erst meine Fahrzeuge sehen und die eigene Lackierung davon anpassen. Denn das sieht komisch aus, sag ich mal so, ehrlich gesagt. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Nee, traditionell. Gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Das würde schon passen, glaube ich, oder? Streifen sind meistens auch ganz cool. Moment, wir nehmen mal das. Passen mal die Karosseriefarben an. Auf, ich möchte jetzt erstmal glänzend. So ein dunkles Grün sieht schon nice aus. Ja. Die Streifen machen wir dazu natürlich schwarz. Auch glänzend die Farben. Der Mittelstreifen ist das jetzt, ne? Ist das ein Mittelstreifen? Ja, genau. Den machen wir weiß. Mal gucken, wie es aussieht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und der wird rot. Felgenfarbe bleibt weiß. Und ihr habt mir gesagt, ich kann auch die Felgengröße ändern. Das wusste ich natürlich nicht. Und deshalb hauen wir da jetzt mit der Taste 5. Welche ist das? Huch. Nein. Die will ich doch gar nicht. Doch, die sehen cool aus. Doch, die sehen geil aus, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Naja, was die 5 auch immer ist, ne? Aha, das sind die Schaltwippen. Ups, die sind vielleicht ein bisschen zu groß. So sieht geil aus. Fertig. Auf dieses Fahrzeug anwenden? Ja, ich bin mir sicher. So. Das heißt, Events, Karriere. Da machen wir bei denen weiter. Zack, wurde freigeschaltet, das nächste Event. Das übernächste Event wird sogar auch direkt mit freigeschaltet. Das ist sehr gut. Und das auch noch. Ey, das ist der Hammer. Geil. Los, ich will da rüber. Zum ersten zurück. Genau, da möchte ich fahren. Darf ich mit ihm fahren? Geil. Unsere erste Fahrt mit unserem neu lackierten Fahrzeug. Mal ein bisschen trinken hier. Wolwig Himbeere Sonderedition.
schmeckt echt gut. Okutama ist ein Paradies für Drifts. Okay. Schmeiß das Auto auf die Seite und bahn dir deinen Weg durch die Berge. Naja. Gute Arbeit. Er fällt zurück. Fuck. Wir haben kein Driftauto. Wow, 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 wow. Na, es geht doch. Ist gar nicht so einfach, aber es geht. Nein, vorne der Reifen. Er holt dich ein. Verteidige den Vorsprung. Ist nicht so einfach. Holla, die Waldfee. Geh etwas vorsichtiger mit dem Auto um. Das rechte Hinterrad ist leicht beschädigt. Ah, das kommt hinten an der Verkleidung dran. Fällt zurück. Bau deinen Vorsprung weiter aus. Ich komme den Berg hier kaum hoch. Yes! Gewonnen durch 5-Sekunden-Regel. Nice. Der Sound war aber gerade creepy. Klasse! Du lässt die vermeintlich schwierigste Disziplin wie einen Spaziergang aussehen. So machst du auf dich aufmerksam. Das weiß ich doch. Huch, es geht direkt los. Nicht nochmal den gleichen Fehler. Nicht nochmal. Irgendwas steht schief. Nein! Fuck. Mist. Das wird nichts. Der Schaden ist zu hoch. Ich weiß nicht, was kaputt ist, aber ich krieg den Wagen kaum noch gehalten. Etwas vorsichtiger mit dem Auto um. Das rechte Hinterrad ist leicht beschädigt. Okay, das rechte Hinterrad. Scheiße, hä? Guckt euch die Karre mal an. Ich schleife. Das ist scheiße. Ah, vielleicht gewinnen wir noch. Das schaffen wir tatsächlich noch. Lol, vorm Ziel durch die 5-Sekunden-Regel noch gewonnen. Nice.
Man braucht schon Nerven wie Drahtseile, um von hinten zu starten und trotzdem zu gewinnen. Nein. Klasse. Das ist eigentlich ganz einfach, nur das Spiel checkt es einfach nicht.